Hallo und herzlich willkommen zu SBC. So, da haben wir ein billiges Spielzeug. Das war, glaube ich, mal so eine Art Mickey-Maus-Heft dabei. Wie das Ganze funktioniert. Man setzt zwei Batterien ein. So. Und dann hat man hier einen Knopf. Wenn die Batterien Kontakt machen, dann leuchtet es rot. Wenn man dann hier durchschaut, dann hat man angeblich eine Nachtsicht. Ja, Nachtspion heißt das Ding. Funktioniert natürlich überhaupt nicht. Wie wäre es anders zu erwarten gewesen? Aber ein paar der Bestandteile sind dafür wiederum recht interessant. Zoom, zoom. Zoom. Zoom, zoom, zoom. Zoom. Besser passt. Ich schaue sie ganz schön fest drin für diese Art Billigspielzeug. Aber ich bin froh, dass sie es wenigstens nicht geklebt oder geklickt haben. Denn so habe ich hier leichtere Arbeit, das aufzubekommen. Versucht das so zu machen, dass ihr auch ein bisschen was sehen könnt. So, Schraube für Schraube. Das sind ziemlich verrostete Dinger. Ich musste das ganze Teil in ein Essigbad legen, dass ich überhaupt wieder was erkennen konnte. Die Batterien da drin waren natürlich ausgelaufen. Wie ist das anders zu erwarten? Ist ja nicht so wie früher, als Batterien tatsächlich noch gut waren und nicht ausgelaufen sind. Die neuen Dinger laufen wieder so schlimm aus wie die ganz alten Dinger. Gut, ich denke, das waren alle Schrauben. Machen wir es mal auf. So, da haben wir das Innenleben. Das ist wiederum ganz interessant. Legen wir nochmal die Batterien rein, dass ihr es sehen könnt. Das sind zwei separate Einheiten sozusagen. Einmal ist das hier praktisch die Fernrohreinheit. Und da natürlich, wenn wir den Knopf finden, wo auch immer er ist. Ah ja, hier. Da ist er. Ja, die Leuchte-Leuchte-Einheit. Seht ihr? Ja, und was wir jetzt hier daraus erbeutet haben, ist einmal eine Art Mini-Objektiv und eine Linse. Und mit dieser Linse, aus diesem billigen Spielzeug, bauen wir jetzt eine Kamera. So, lasst uns mal rausfinden, wie gut oder schlecht diese winzige Linse eigentlich ist. Ja, sie hat doch einen guten Vergrößerungswert. Nicht astronomisch, aber für unsere Zwecke sollte sie funktionieren. Die andere Linse hat übrigens einen ganz anderen Effekt. Wenn wir sie hier jemals irgendwie scharf bekämen. Die hat mehr eine Art. Aber wie man sieht. So. Ja, ihr wisst schon, Ricky und Vicky. Ihr rollt diese 10 Riesen. Welche 10 Riesen? Und jetzt die Bilder, auf die ihr schon die ganze Zeit gewartet habt. Nun. Eine Kleinigkeit möchte ich hier anmerken. Ich habe jetzt da keinen Film verschwendet, sondern die gesamte Konstruktion einfach auf meine Canon EOS
500 irgendwas geklebt. Ja, wie man sehen kann, die Bilder sind sehr soft. Man kann allerdings durchaus etwas erkennen. Das hier habe ich innen gemacht. ISO 100 und 40 Sekunden Belichtungszeit. Und was kann ich nun dazu sagen? Naja, alles in allem nicht schlecht, aber ich würde eine normale Pinhole-Linse hier bevorzugen. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann seht euch doch meine anderen Videos an. Die könnten euch dann auch gefallen.